Du bist dran. Mit mir redet sie nicht. Eivor macht das schon. Los. Mein Freund Ober ist schon ganz erschöpft. Ganz im Gegensatz zu mir. Sag mir doch, wo Burgred sich versteckt, und wir sind alle glücklich. Niemals! Ein starres Gesicht und versiegelte Lippen. Für einen König, der sich feige verkriecht und sich nicht traut, seine Familie und sein Volk zu schützen? Durstig? Ach, mein Mann tut, was er für Mercia tun muss. Was bleibt ihm auch anderes übrig, wenn er nicht mal seinem engsten Kreis vertrauen kann? Grüß diesen Verräter Ceolwulf von mir. Er mag auf Erden siegreich sein, aber der Teufel hat den Kampf um seine Seele gewonnen. Er ist euch in den Rücken gefallen, ja. Aber die Bewohner Mercias haben Angst und Ceolwulf bietet ihnen ein Mittel dagegen. Ich spucke auf ihn. Alles Leben, was er in Mercia aufbaut, steht auf den Gräbern der edlen Leute, die ihr Leben gaben, um es zu verteidigen. Je länger sich das hinzieht, desto wahrer wird diese Aussage. Wir haben Cheopedun und Tamevjord, jetzt auch Tempelburg und Ledecestre. Jeder Sieg verletzt eure Hoffnung auf Frieden. Und doch hat Burgred etwas, das euch fehlt. Die Treue seines Volkes. Gute, folgsame Männer. Wer denn? Die Tane und die Männer von Mercia? Nein, nur Leofried ist ihm noch treu. Und das auch nicht mehr lange. Ja, der gute Leofried. Er wird seinen König bis zum Tode verteidigen. Egal wie es ausgeht, er wird noch 100 von euch in die Hölle schicken. Eivor, die Dame, beachtet mich gar nicht. Ich sehe nur das Raubgut durch. Oh Gott! Ich würde nicht so lange bleiben. Der Gestank der Schweinescheiße nach so einem Fressen ist ekelerregend. Mein Gott! Lasst mich hier raus! Bitte! Rede mit uns und wir lassen dir ein schönes, warmes Bad ein. Du bittest mich, meinen Mann zu hintergehen. Wie könnte ich das tun? Wenn du es nicht tust, hintergehst du zahllose andere. In den Erzählungen wird man sich an euch als das Königspaar erinnern, das sein Reich in der dunkelsten Stunde im Stich ließ. Aber es wird Frieden geben. Das ist Ceolwulfs Versprechen. Und er wird es halten. Du hast mein Wort. Singt unser Vögelchen doch? Burgred versteckt sich in einer alten Gruft im Süden, wo Alne und Aru aufeinandertreffen. Eine Gruft? Jetzt sagt noch einer, das wäre kein Zeichen der Götter. Ein langer Weg, um einen König zu tragen. Ihr drei müsst den Weg nach Tamevjord freihalten. Wo treffen wir uns? Bring ihn zu der Brücke bei Venones. Das ist ein gerader Weg. Allem Ärger stellen wir uns dort. Die Köpfe waren eine gute Idee. Sowas gefällt mir eigentlich nicht. Aber sie hat geredet. Übertreibungen? So bin ich. Stapelt die Soldaten hier. So sollen die Leute... Ihr Königreich erwartet. Soldaten von seinen Aufgaben entbinden. Suchst du was Bestimmtes? Das könnte sehr nützlich sein. Sonst nichts? Ich muss leider aufbrechen. Unheilvoll. Auf diesem Land lastet ein dunkler Seder. Synen, leite mich. Was siehst du? Schwer bewacht für eine Gruft. Die Toten werden sie sicher nicht beschützen. Ich nur ein Mädchen, das irgendwo auf mich wartet. Wo ist der Bursche? Netter Versuch! muss irgendwo hier unten sein. Wo versteckst du dich, Burgred? Ich bin sicher ganz nah dran. Mein Magen. Das ist ein Brotmesser, Burgred. Willst du mich mit Butter beschmieren? Zurück, habe ich gesagt. Ich werde kämpfen. Wenn du drauf bestehst. Du wirst mich töten müssen. Zu deinem Glück wird es soweit nicht kommen. Ich bin hier der König. Ich! Wir müssen jetzt los, sonst verpassen wir noch die Krönungszeremonie. sofort hier runter! Du denkst, ihr habt gewonnen? Von wegen Leofried. Ich habe ihn entsandt, um euch zu vernichten. Schweig! Du weißt gar nicht, was euch allen noch blühen wird. Ihr seid ein Schandfleck dieser Erde. Ihr allesamt, lästige Plage. Ihr habt Mercia nicht verdient. Der Sieger trägt die Beute davon. Man muss gewinnen, um Mercia verdient zu haben. Wir müssen los, schnell! Gleich hinter dir. Da wären wir. Kennst du das? Nein! Nein, ihr fassloses Ungeziefer! Damit kommt ihr nicht durch! Alles ist im Wandel, Burgred. Es fehlt nur noch die Krönung. Ein Witenagemot mit den hohen Leuten von Mercia. Burgred, mein Herz! Meine Teure, bist du verletzt? Haben sie dir wehgetan? Nein, mir geht es gut. Wir müssen weiter. Dein König wartet schon. Der Tod erwartet euch, Dänen. Euer Ende ward beschieden, als ihr es auf mich abgesehen hattet. Dafür habe ich gesorgt. Die Eiferer werden eure Namen bald kennen. Wo auch immer ihr seid und wie weit ihr auch reist, sie werden euch finden. Genug gepiepse, du fiepsender Sperling. Lass meinen Bruder den Irren von Tamevjord sein. Eiferer. Was meint er damit? Lass ihn reden. Das sind verzweifelte Drohgebärden. Mehr nicht. Geh ein Stück mit mir, Wolfsmahl. Es ist noch Zeit bis zur Zeremonie. Wohin denn? Ich habe kein bestimmtes Ziel. Ich will nur feiern. Hätte ich gar nicht von dir gedacht. Du hast ein düsteres Urteil über mich gefällt, was? Das ist nicht schlimm, denn ich habe mir auch eine Meinung über dich gebildet. Führst du ein Lamm zur Schlachtbank? Siehst du, was ich meine? Düster. Zu düster. Ihr da! Verschwindet! Setz dich. Ich weiß, ich war ein Arsch. Du bist eine gute Kriegerin, das respektiere ich. Mögen alle wissen, dass Ivar der Knochenlose Eivor als Freundin betrachtet. Wer nennt dich knochenlos? Ein Wurm in Irland. Hab meinen Speer in seinen Eingeweiden gesäubert. Er nannte mich knochenlos, weil ich mich wie Schilf im Wind bewege. Nicht, weil du immer zu betrunken zum Pflügen bist? Valhall. Dorthin zieht es mich. Ich kann das Blut riechen und den Met schmecken. Ich werde mit meiner Axt in der Hand neben dem Hohn sitzen. Ein passendes Ende für einen Ragnarsson. Sollte man meinen, was? Ich, Halfdan, wir werden dort sein. Aber Ober, nein. Wir jagen nicht demselben Sieg nach. Nicht mehr. Was will Ober denn? Er will irgendwo auf einem Bauernhof alt und fett werden, umgeben von lauter kleinen Obers. Er will einen Erben. Davon träumen viele. Krieger nicht. Dränger wie wir träumen von anderen Dingen. Früher war es nicht so, aber Englerland hat ihn verweichlicht. Menschen verändern sich. Manchmal verändert man sich zusammen, manchmal geht man getrennte Wege. Wenn es dich so sehr stört, warum ziehst du nicht ohne ihn los? Weil er mein Bruder ist. Ich liebe ihn. Und ich werde tun, was nötig ist, um ihn wieder von meinem Weg zu überzeugen. Wir alle sind Krieger. Und zwar bis zu unserem Tod. Ich habe mich wieder selbst übertroffen. Habe ich die Krönung verpasst? Wie viel haben wir getrunken? Ich kann mich gar nicht erinnern. Wo ist mein Sohn? Wir sandten Wort nach Rio Pedun. Keine Antwort, mein Herr. Wir sollten jetzt weitermachen. Du hast mich aufgespürt, alter Freund. Und hier stehe ich nun vor dem Thron, der eben noch meiner war. Hier sollst du die Entscheidung dieses Witenagemots anerkennen, dass du nicht geeignet bist zu führen und hiermit abgesetzt wirst. Wir verlangen hiermit, dass du Königreich und Krone an Tan Ceolwulf abtrittst. Mercia hat gesprochen, Herr. Die Krone. Bist du es, alter Freund? Ach ja, ich kann es sehen. Vergib mir. Das Gewand der Rechtschaffenheit sitzt nicht gut auf deinen Schultern. Wenn der Himmel mich fälschlicherweise zum König krönte, verzeiht seine irrenden Weisung. Amen. So. Wo ist meine Krone? Verzeih meine Aufregung. Hier bin ich nun. Ein aufrechter Mann, der nie gelernt hat, niederzuknien. Und doch will ich es versuchen. Ah, so einfach ist das. Ganz ohne Angst. Ohne jegliches Gefühl. Er macht sich über dich lustig. Leg ihn um. Keine Sorge, Dan. Ich werde diese Krone abgeben. Und dieses ganze heidenverseuchte Königreich und die Gunst dieser heuchlerischen Männer. Aber nur zu meinen Bedingungen. Meine Forderungen sind einfach. Erstens müssen... Du Narr! Sieh dich doch um! Niemand hier folgt dir mehr. Flehe um dein Leben, denn mehr wird dir hier niemand mehr zusprechen. Ja, ja! Verzeihung, ich... Tu mir nicht weh! Ich beschwöre dich! Bitte! Ich werde fortgehen! Hier! Ich trete sie ab! Hier! Bringt ihn und seine Frau nach Rom. Er ist hiermit ausgestoßen und soll niemals mehr wiederkehren. Das Witenagemot anerkennt König Ceolwulf von Mercia, Zweiter seines Namens, ein gerechter und gnädiger König. Gott schütze ihn! Hoffentlich war das die Schererei wert. Persische Soldaten marschieren nach Rio Pedun. Leofried. Treu bis zum bitteren Ende, der Bastard. Trommelt alle zusammen und teilt sie zwischen Nord- und Südtor auf. Das dürfte sein Heer teilen. Ceolbert ist dort. Eivor, du musst meinen Sohn retten. Er wird das überstehen. Versprochen. Ich bleibe hier bei Ceolwulf. Geh.